Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Let's Play. Roosevelt. Geschichte ist Zukunft. Vergangenheit war gestern. Denn nun beginnt die Zukunft in der Ferne, in den Sternen, im Sternenhimmel, in der aufgehenden Sonne, im untergehenden Mond, in der Blüte der Menschheit, im Untergang der Tiere. Obwohl die Menschheit ist ja in der Tierwelt integriert und entstammt ja auch von der. Und wann verdammt nochmal steigt der Mond auf? Oh. Hab nicht gesagt, nicht gesagt. Jetzt können wir eigentlich auch gerade mal, wenn wir hier so schön beieinander sind, gerade mal in unser Bettchen setzen und da mal drinnen schlafen. Wäre schön, wenn wir das können. Wir können es auch. Aber liebe Leute, ich will mich nicht zu früh freuen. So, jetzt kann ich euch. Autsch. Hat nicht wehgetan, nur gestaucht. Nur den Finger gestaucht, da gibt es kein Geräusch. So. Fackeln haben wir heute nicht dabei. Aber alles andere. Unser Mut, unser Wille, unser Drang zur Unendlichkeit liegt in den Sternen. Naja, das war ein bisschen zu viel Esoterik. Wenn wir hier so rauskommen, das Meer und die Sonne, es ist echt geil. Der Spot hier ist wirklich super. Und wieder beginnt ein Tag von vorne. Ein Tag voller Schrecken und langer Minuten. Sogar sehr lange Minuten, denn diese Musik hält inne und inne und inne. Ganze 13 Minuten. Das ist zum Beispiel ein Lied aus, oder ein Lied aus der neuen Frühjahrskollektion. Nee, auf der gleichen Webseite wie die zwei, die schon verlinkt sind. Ich sollte mal das Zeug alles nachtragen, aber naja. Ihr wisst immer, wie es so ist. Ihr wisst es ganz genau. Ist genau gleich bei den Hausaufgaben. Man bekommt sie erteilt, macht sie aber nie und dann fragt man sich, hä? Hab ich das irgendwie schon gesehen? Aber am Test kommt es dann gar nicht mehr dran und kommt komplett etwas anderes dran und man fragt sich, what the fuck? What's this? Is this a dog? Or a dog? Or what else? Nespresso. Keine Product Placement hier, aber ich dachte, das passt gerade hier so zur Stimmung. Zur mystischen Stimmung der Unterbrechungskunst. Unterbrechungskunst? Kann man es eigentlich auch lernen? Die Unterbrechungskunst? Gibt es da ein Wahlfach oder so? Ich denke es zwar nicht, aber es wäre cool. Gehst mal zu jemandem oder lernst du mal einen kennen und der fragt dich, oder bei einem Date, besser gesagt. Fragst du oder fragt sie oder dich oder wer auch immer, wen ihr fragt. Na, was hast du für einen Job? Naja, ich bin eben, was habe ich gesagt? Unterhaltungs. Ich bin eben dies und das und tralala und eben, na, das wäre ganz komisch. Wenn jemand kommt und sagt, hey, was machst denn du? Ja, ich bin Unterhaltungsstörer. Oder Verhaltensentzorgus. Oh, das geht sogar. Okay. Supi, dann können wir jetzt auch weiter arbeiten hier. Ja, Unterhaltungsstörer. Naja.
Oder. Ja, ich frage gar nicht erst. Das ist zu hochgestochen für mich. Oder allgemein solche Berufe, die den. Solche Berufe, mit denen die Arbeit mit dem Namen nicht schlüssig wird, die sind extremst komisch. Oder haben auch so. Oder Manager. Was managen die denn eigentlich? Naja, gibt's da wieder. Oder gibt wieder so einzelne Berufszweige und so überall. Und die sind generell ganz, ganz komisch und komisch dargestellt. Muss ich einfach zugeben. Manche Sachen sind extrem beschissen. Oh, wir haben Fackeln. Wir haben Fackeln, wir haben Fackeln, wir haben Fackeln, Fackeln, Fackeln. Steinblöcke brauchen wir jetzt. Genau diese. Wir laden mal hier mal ab. Und Kies war, glaube ich, ganz hinten links irgendwie. Dass ich das noch weiß, das ist, grenzt an Unmöglichkeit, an grenzenlose Unmöglichkeit. Naja. Und ich würde sagen. Zack. Hä? Fuck it. Falsches Item. So, das war eigentlich das Richtige. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Das ist heute die letzte Episode, die ich produziere. Das ist ein bisschen, naja, ein bisschen kurzfristig, aber was soll's. Heute glaube ich nur 3 Folgen produziert, ja. 50 Minuten. Nee, 55 Minuten und 3 Folgen. Wohin wird das noch führen? Ich weiß, 20 Minuten sind normal, aber. Ich glaube, ich baue hier ein Stück hier ab. Oder ich werde hier einfach sowas machen und danach so ein Stützbalken. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Das sieht eher gesagt scheiße aus, aber naja. Also gut, hier bis vorne. Sitze ich hier im Loch oder was? So. Okay, alles tutti. Okay, bis hier und nicht weiter. Ach, haben wir auch 2. Okay, alles klar. Das heißt, hier kommen wir runter und hier kommen wir raus. Das ist noch eins weiter. Ey, die Musik beruhigt voll. Das ist super. Knapp die Hälfte vorbei und immer noch schöne, ruhige Musik. Im Klang der Natur. Vereint sind wir zwei zusammen. Unordnung ist das Vengeance Chaos. So. Müssen wir hier noch ein bisschen Terraform betreiben. Ansonsten haben wir hier natürlich wieder alles vollgesabbert. Das könnte hier bleiben. Oder nee, wir müssen hier noch. Wir müssen hier noch ein bisschen angleichen. Ansonsten sieht es ein bisschen beschissen aus. Genau, hier so. Und dann ist nach unten. Und könnten wir eigentlich. So. Musik, wie sie das Leben verändert. Das ist etwas sehr Extremes, wie Musik unser Leben verändert oder generell Filme oder Eindrücke oder egal was. Musik verändert alles. Ich baue, glaube ich, hier wieder zu. Einst ein Creeper, sein Gemach gedeckt. Nein, das ist völlig falsch hier. Gemach und naja, wir lassen da noch mal. Die Dichterei ist miserabel. Ende. Wieso geht eigentlich hier was weiter? Ich will das in die andere Richtung haben, also dass es nach unten schaut. Oder dass es eine Fortsetzung des Daches ist, genau, so rum. So rum und nicht andersrum. Es war eventuell ein Jux vom vom Vergangenheitsgraf.
Naja. Ach, meine Fresse, ich habe auch nichts heute. Ich kann nichts. Nada. Sieht beschissen aus. Hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus, aber wenn wir hier so rumschauen. Es sieht echt wie gemüffelt aus hier. Echt, das reißen wir ganz komplett ab hier. Oder. Warte mal, warte mal, ich will was ausprobieren. Ja, wir können es lassen, komm. Es hat eben der Schandfleck der Erde hier. Welcher Schandfleck? Es gibt nur Schandflecke! Wer hat das gesagt? Wer hat keine Fantasie? Der ist nirgends untergebracht. Naja, Fantasie ist ja auch was für kleine Kinder. Nein! Fantasie und aus den Reihen tanzen kann auch jeder Mensch, jeder Normalsterbliche. Man muss es einfach wollen, man muss es tun. Man muss nicht in die Norm der Gesellschaft passen. Man kann lassen und tun, was man möchte. Man ist freigestellt. Man hat nicht gerade den Freipass bekommen, um irgendwas zusammenzuschlagen und zusammenzureißen und weiß Gott was. Aber gewisserweise, ja, kann man sich schon ein bisschen da gehen lassen. Natürlich, man muss gewisse Sachen beachten und tralala und trilala und trolololululu. Aber im Endeffekt, man hat sehr viel Freiheit in der heutigen Staaten, beziehungsweise in der heutigen Zeit. Natürlich nicht in Entwicklungsländern, muss man dazu zugeben. Da geht es immer noch sehr heftig zu und her. Welches Ding abreißen oder? Ja, ich muss so überlegen, was ich mit dem. Sieht fast so irgendwie aus wie ein Hakenkreuz, habe ich das Gefühl. Sorry, aber das sieht mir irgendwie ein bisschen danach aus. Aber naja, ich kann mich auch vertun. Und es wird schon wieder Nacht und wir haben eine völlig andere Hütte hier irgendwie. Irgendwie erinnert es mich doch gar nicht an früher. Ist irgendwie schon nice, muss ich zugeben. Könnte man eigentlich auch hier das Ding wieder abreißen. Hier, so. Und hier einfach nur Erde reinkloppen. Es ist gar nicht mal so spät, aber morgen muss ich wieder um 5 Uhr auf. Und das, naja, zieht sich eben schon. Ich glaube, ich werde dann heute ein bisschen früher beenden. Die Folgen werden nicht mehr kürzer, aber diese wird ein bisschen kürzer sein. Auf jeden Fall müssen wir hier Licht reinbringen. Auf jeden Fall Licht. Denn ich sehe hier noch ein bisschen, aber ihr eventuell gar nichts mehr. Und ich, das, oh, das finde ich aber cool, wenn man hier. Das ist jetzt nur der Shader. Der Shader. Ist ja geil. Das macht so ein Radius, in dem man Licht spendet, oder wie? Dann laufe ich nur noch mit der Fackel rum. Kein Problem, ich habe da kein Problem damit. Ach, andere Musik, na schau mal an. So, ist so wie eine Entdeckungstour hier durch meine Welt. Ich finde es irgendwie cool. Eine Nacht so mit. Weil hier. Da ist schon eine Veränderung. Der Mond. Nein, ich kann es nicht. Ich bin ein Volltorst, ein Volltrottel. Er muss ja irgendwie zur Schau stellen. Nein. Und nun beginnen wir mit der Endmontage. Mit der Verlegung. So, die Hälfte ist gedeckt. Sehr schön. Rauf kommt man auch. Es gibt leider noch keine Tür, aber die wird so bald erscheinen. Ich würde es gerne so haben, dass wir den abreißen hier. Wir haben noch genug dabei. Ob das wirklich für alle Bedürfnisse hier reicht?
Wenn ich spätestens in knapp 2-3 Minuten, in einer Minute erfahren, in 30 Sekunden, in 10 Sekunden vielleicht nicht, aber es würde reichen. Es reicht auf jeden Fall. So, dann hier noch die Tür. Gehe ich euch jetzt schon auf die Nerven, ne? Ja, natürlich gehe ich euch schon auf die Nerven. Was denn sonst? Ich bin der Nervenbold. Und, habe ich auch zugemacht unten? Ja. Wir gehen schlafen, ne? Wow. Sonne, das blendet. Ja. Na gut, wir gehen weitesten Pferden hauptsächlich wieder raus. Und wir haben heute schon wieder ziemlich viel geschafft in den knappen 16 Minuten. Ja, 16 Minuten waren es doch schon wieder. Heilige Makrele, heute haben wir hier wieder was betrieben heute. Der Eingang des neuen Lagers geschaffen. Das Lager, das zum Meergericht ist und das eventuell ja dann als wirklichen Hafen sich ausweiten könnte. Als Hafen. Lager sozusagen. Könnte man machen. Ich glaube, das ist dann aber für den Zukunftsgraf dann, oder für den Zukunftsgraf dann die Arbeit. Ich für heute verabschiede mich, liebe Freunde. Es war sehr spannend, mit euch hier zu spielen und auch eventuell auf eure Nicht-Anwesenheit jetzt gerade live hier im Zimmer natürlich. Aber ich bedanke mich hierfür, fürs Zuhören, fürs Zulesen, fürs Ohren zuhalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Katsching!